zeige euch, wie man Maschen aufhäkelt. Braucht halt noch zusätzlich die Häkelnadel. Anfangsfaden braucht ihr wieder nur zu lassen, dass ihr ihn vernähen könnt. Macht eine Anfangsschlinge und nehmt sie auf die Häkelnadel. Dann nehmt ihr die Stricknadel und legt sie parallel zur Häkelnadel auf den Arbeitsfaden. Nun wickelt ihr einmal den Arbeitsfaden um die Nadel zwischen der Häkelnadel durch. Den Faden durchholen und die erste Masche ist auf der Nadel. Wieder den Faden durchwickeln und Faden durchholen und wieder Faden durchholen. Einmal um die Nadel zwischen den beiden durch, Faden durchholen und wieder. Um euch einen Arbeitsgang zu ersparen, könnt ihr am Anfang gleich zwei Wicklungen machen. Das heißt, einmal um beide, noch einmal nur um die Stricknadel. Dann nehmt ihr diese Schlinge hier durch und holt euch den Arbeitsfaden nochmal und zwei Maschen sind aufgehäkelt. Einmal um beide und einmal nur um die Stricknadel. Diesen Faden kann ich durchholen und hier noch einmal und wieder beide, nur um die Stricknadel, Faden durchholen und noch einmal und beide um die Stricknadel, Faden durchholen und Faden durchholen. Und die letzte Schlinge so auf die Nadel drauf. Und somit sind die Maschen aufgehäkelt.